Hallihallo ihr Lieben, ich habe die letzte Zeit schon ganz oft von dem neuen Designerpapier Schöner Garten geredet. Ich habe es jetzt endlich bekommen und freue mich wie Bolle und habe mich natürlich direkt draufgestürzt und das erste Projekt damit erstellt. Das ist jetzt diese im Moment noch unscheinbare Box, aber wir machen da einen kleinen Wow-Effekt rein. Wie ich die gebastelt habe, das zeige ich euch natürlich jetzt. Für diese Verpackung braucht ihr folgende Materialien, und zwar für die Grundbox einmal Rococo Rosa mit 25 x 15,6 cm einmal. Dann brauchen wir einmal für den Deckel 16,8 x 7,4 cm. Weiterhin braucht ihr dreimal Farbkarton mit den Maßen 12x12, ebenfalls in Rococo Rosa. Weiterhin in 6,2x6,2, ebenfalls dreimal. Dann haben wir hier noch in Farngrün die Maße 4,7x14 cm einmal und 13,8x4,4 cm. Dann flüsterweißen Farbkarton mit den Maßen 14,3x4,9 und 13,5x4,2. Und dann Designerpapier mit den Maßen 14x4,7. Ups. Zweimal. Einmal 13,3x3,9 cm. Dreimal mit den Maßen 3,5x3,5 und viermal mit den Maßen 4,7x4,7. Keine Angst, ihr bekommt auch alle Maße und verwendeten Produkte nochmal auf meinem Blog angezeigt. Den verlinke ich euch nachher noch in der Infobox. Weiterhin braucht ihr, also ich zumindest werde jetzt das ausgestalten mit dem Stempelset Gänseblümchenglück. Da gibt es ein Produktpaket mit jeweils einem Gänseblümchen, und dann kann man dazu auch, da sind glaube ich zwei drin, eine große oder eine mittelgroße und eine große. Da könnt ihr diese beiden Blüten mit ausstanzen. Dann nehme ich aus dem Stempelset Ewige Blüten hier unten diese Blüte und aus dem Stempelset Herzlich gibt es den Spruch, es gibt nichts Besseres als Freunde, außer Freunde mit Schokolade. Das sind die drei Stempelset. Ihr könnt da natürlich variieren, das ist ja ganz klar. Und ich habe es endlich bekommen, das neue Designerpapier. Schöner Garten heißt das. Traumhaft schön. Ich zeige euch mal das eben in voller Montur. Das ist jetzt einmal das, was ich heute verwenden werde. Die Rückseite ist in diesem Grün auch super schön. Dann haben wir hier dieses, also das ist doch wohl mal der Knaller. Das passt hervorragend auch hier nochmal zum Gänseblümchenglück. Das ist doch mal, oh, ich freue mich so. Die Rückseite sieht so aus, auch wunderbar. Da kann man auch ganz viele schöne Sachen mitmachen. Dann dieses hier, auch ganz, ganz bezaubernd. Und die Rückseite, guckt euch die mal an, die ist foliert. Ein Träumchen. Dann haben wir hier noch dieses in Gelb. Und Gelb ist ja die Farbe des Frühlings, des Sommers. Und auf der Rückseite ist das doch noch mal foliert. Die Blüten könnt ihr ja dann auch super schön ausmalen mit den Stampin' Blends oder mit den Writern. Und das hier. Ach, rosa und Blumen. Und auf der Rückseite dann noch mal so foliert. Und hier dieses dann noch mal auch wieder mit Gänseblümchen. Und die Rückseite in
foliert, die ihr dann ausmalen könnt. Also ich bin vollkommen hin und weg von dem Papier. Und ja, falls ihr in der letzten Zeit hier öfters mal Projekte von mir gesehen habt, die jetzt mit bereits geendeten Designerpapier erstellt worden sind, überlegt euch das noch zuzulegen. Genug gequasselt, legen wir los mit dem Basteln. Und zwar nehmt ihr zuerst euer großes Rokoko-Rosa Farbkarton mit den Maßen 25 x 15,6. Dafür braucht ihr jetzt euren Schneid- und Falzbrett so. Und das legt ihr euch jetzt an der kurzen Seite an und falzt es links und rechts jeweils bei 5,2 cm. Einmal umdrehen um 180 Grad und dann nochmal 5,2. So, und dann legt ihr euch das auf die lange Seite an und falzt ebenfalls bei 5,2 cm links und rechts. Also einmal 180 Grad drehen und nochmal 5,2. So sieht das dann jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Jetzt werde ich noch hergehen und diese Quadrate hier jeweils ausschneiden. Und zwar lege ich mir das jetzt wieder hier an bei 5,2. Nehme mir mein Messer, lege mir das hier ebenfalls auf 5,2. Und schiebe mir das hier einmal nach unten. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Und wieder auf 5,2. Und dann könnt ihr euch das so rundherum die vier Ecken einmal ausschneiden. Dann könnt ihr euch das auch schon nachziehen. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Jetzt lege ich mir das erstmal weg. Beziehungsweise wir machen das so. Ihr nehmt euch jetzt den farbengrünen Farbkarton mit den Maßen 4,7 x 14 cm und klebt euch den hier schon mal in der Mitte auf. Und dann habt ihr hier euren weißen Farbkarton mit den Maßen 13,5 x 4,2. Und da geben wir jetzt den Spruch auf, den wir uns eben ausgesucht hatten aus dem Stempelset Herzlich war's. Und das werde ich mir in Wassermelone aufstempeln. Dann kommt hier noch die Blüte aus dem Stempelset Ewige Blüten. Das werde ich ebenfalls in Wassermelone bestempeln. Und zwar jetzt hier so außen noch. Und dann könnt ihr euch das hier schon in der Mitte aufkleben. Das kann dann jetzt erstmal eine Zeit lang beiseite, denn jetzt müssen wir uns erstmal ein paar kleine Boxen basteln. Und zwar benötigt ihr jetzt den Farbkarton mit den Maßen 12x12, dreimal. Und die Deckelchen werden
die mit den Maßen 6,2 x 6,2. Und das ist dann unsere Ausdeko, die kommt jetzt dann ganz zum Schluss auf die Deckelchen. Fangen wir erstmal mit den Boxen an. Nehmt euch die. Und dann falzt ihr die euch einmal bei 4 cm und bei 8. Dann dreht ihr euch das einmal um 90 Grad und dann falzt ihr nochmal bei 4 und 8. Und das wiederholt ihr bei den anderen beiden auch. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr euch die anderen, den anderen Farbkarton mit den Maßen 6,2 und da falzt ihr jeweils bei 1 ringsum. Für die kleinen Boxen ist es das jetzt erstmal, was ihr zu falzen hattet. Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen was zusammenschneiden. Wir fangen jetzt wieder mit den großen an und da geht ihr her. Ich drehe mir das jetzt immer mal um und dann schneidet ihr euch an der Falz entlang einmal ein. An der Innenfalz, so. Und dann schrägt ihr euch das an, jeweils an der Innenseite und an der Außenseite. Dasselbe macht ihr reihum. Wenn ihr das fertig habt, dann sieht das so aus. Jetzt müssen wir noch den Deckel machen. Und den schneiden wir uns jetzt links und rechts an der Falz entlang und auch hier nehmen wir die Ecken ganz ein klein wenig schräg. So sehen dann die drei Deckelchen aus und jetzt könnt ihr auch schon hergehen und die kleinen Quadrate hier in den Maßen 3,5 x 3,5 cm könnt ihr dann schon aufkleben. Dann zieht ihr euch die Falzen überall schön nach. Dasselbe macht ihr natürlich auch bei den Boxen selbst. Und wenn ihr das gemacht habt, dann dreht ihr euch das einmal um. Und gebt auf die vier Kanten oder auf die vier eben geschnittenen Klebelaschen ein bisschen Kleber auf, so ein bisschen Tombow. Und dann setzt ihr euch die Boxen zusammen. Geht dann noch mal mit dem Falzbein schön nach. Und dann macht ihr dasselbe bei dem Deckel. Ebenfalls auf die Klebelaschen ein bisschen Tombow geben. Dann auch hier schön bündig zusammensetzen.
So sieht das dann jetzt aus. Das macht ihr jetzt bei allen drei Boxen. Und die müssen wir jetzt natürlich auch noch in unsere Grundbox hier einkleben. Dafür müssen wir jetzt ein bisschen zeichnen. Und zwar nehmt ihr euch dafür einen Bleistift und ein Geodreieck und eure Grundbox. Und dann legt ihr euch das bei einem halben Zentimeter vom Rand an und zieht euch eine Linie. Ganz vorsichtig und ganz leicht, sodass ihr es gerade noch erkennen könnt. Und von der einen Seite nehmt ihr euch dann das Abmaß von 5,2 cm. Von beiden Seiten jeweils. Und da muss jetzt praktisch eine Box reingestellt werden. Ich ziehe mir den Strich jetzt hier noch ein bisschen hoch, gerade an einer Seite zumindest. So, und dann nehmt ihr euch eine Box und gebt auch auf dem Boden hier Jumbo. Und dann richtet ihr euch an diesen beiden Linien aus, dass es schön gerade ist. Und auf der anderen Seite nehmt ihr euch wieder das Geodreieck und das Lineal und zieht euch dort ebenfalls einen halben Zentimeter eine Linie. Und zu den Seiten hin ebenfalls einen halben Zentimeter. Und jetzt klebt ihr euch die anderen beiden Boxen hier jeweils an diese Linien. Dann könnt ihr euch die Bleistiftlinien hier auch schon wieder wegradieren. Und dann machen wir mal die Probe aufs Exempel, ob es denn jetzt auch noch passt. Jawohl, funktioniert. Jetzt können wir an die Ausgestaltung dieser Box gehen. Und zwar habt ihr hier noch viermal das Designerpapier mit den Maßen 4,7 x 4,7. Die gebt ihr euch jetzt innen und außen auf diese Seitenlaschen. So sieht das dann jetzt hier aus. Jetzt müsst ihr diese Seiten noch machen und ich würde euch empfehlen, weil ich Dösel es verpasst habe, die Seitenteile hier an den Seiten vorab aufzukleben. Das ist wesentlich einfacher. Das sind die Maße 14 x 4,7. Die kommen natürlich hier auf die Seiten. So, erledigt. Jetzt müssen wir natürlich auch noch den Deckel machen. Können wir das erstmal beiseite legen. Dafür nehmt ihr euch jetzt die verbliebenen rokoko-rosa-farbenen Farbkarton mit den Maßen 16,8 x 7,4. Den falzt ihr euch rundherum bei einem Zentimeter. Und dann macht ihr das genauso wie eben, dass ihr euch das jetzt hier einmal entlang der Falzlinie abschneidet und von innen einen kleinen Keil ausschneidet. Wenn ihr das gemacht habt, dann falzt ihr euch die Falzlinie noch nach. Und dann dreht ihr euch das wieder um und setzt auf die Klebelaschen nochmal Tombo. Ups, das war jetzt Arschfilm. Und dann klebt ihr euch das wieder bündig zusammen.
zieht euch die Falzen nochmal mit dem Falzbein nach. Und ihr seht schon, die langen Seiten, die gehen so ein bisschen nach außen, die müsst ihr euch so ein bisschen nach innen ziehen. So, darauf kommt jetzt der weiße Farbkarton mit den Maßen 14,3 x 4,9. Darauf kommt der farngrüne Farbkarton mit den Maßen 13,8 x 4,4. Und darauf das Designerpapier mit den Maßen 13,3 x 3,9. So, das passt dann schon mal. Jetzt gucken wir mal, ob es zusammen bleibt. Ups. Jawohl, prima. Jetzt haben wir noch eine letzte Ausgestaltung vorzunehmen. Und zwar werde ich mir jetzt aus den Gänseblümchen Glück diese Blüte hier in Wassermelone stempeln. Dann nehme ich mir einen flüsterweißen Farbkarton, einen Rest. Die kleine Blüte und wie gesagt Wassermelone. Insgesamt braucht ihr das dreimal in Wassermelone und dreimal in Flamingorot. Und dann stanze ich mir die mit der Handstanze noch eben aus. Und ich habe das jetzt schon vorbereitet. Und zwar habe ich hier die Flamingorote Blüte und setze die mit der Wassermelone, die setze ich oben drauf. Ein bisschen versetzt und die ziehe ich mir jetzt hier noch so ein bisschen hoch. Kann man dann auch ein bisschen auseinanderwursteln, damit da ein bisschen Spiel reinkommt. Und jetzt gebe ich mir die in der Mitte auf der Rückseite, gebe ich mir noch mal ein bisschen Tombow. Und die kommen dann jetzt hier links und rechts neben diese Box. So sieht das dann aufgeklebt aus. Jetzt möchte ich mir noch Blätter dazu geben. Und zwar nehme ich da unsere Handstatze Blätterzweig für. Ich werde aber vorab diese farngrünen Farbkarton noch bestempeln. Und zwar mit dem Stempelset Florale Freude. Da gibt es sowohl hierfür eine Stanze als auch hierfür eine Stanze. Und da kann man ganz tolle Sachen mitmachen. Ich habe da zum Beispiel eine Karte mitgebastelt. Die werde ich euch noch verlinken. Oben in der Infokarte. Das werde ich mir jetzt allerdings in grüner Apfel bestempeln. Jetzt stanze ich mir die mit der Handstanze Blätterzweig noch aus. Und werde mir das noch ein bisschen zurechtschnippeln. Und zwar werde ich mir einmal dieses Blatt hier links rausschneiden
und bei dem anderen das rechte. Okay, und darauf gebe ich jetzt Tombow auf die Stiele. Vorder- und Rückseite. Und dann werde ich mir die hier unter die Blüten geben. Abschließend setze ich mir die Box jetzt zusammen. Ihr füllt die natürlich vorher. Hier passen goldene Kugeln zum Beispiel rein, aber natürlich auch alles andere, was lecker ist. Und dann macht ihr euch den Deckel hier ganz normal drauf. Ich nehme jetzt zum Zubinden ein einfaches weißes Satinband. Lege mir das hier so ungefähr in die Mitte an. So. Und nehme mir eine farblich dazu passende Kordel. Und lege mir die hier so rum. Ziehe mir das schon mal so ein bisschen fest hier. Und gebe eine Schleife, mache eine Schleife. Ich versuche eine Schleife zu machen, sagen wir es mal so. Das ist ja nicht so wirklich was für mich. Aber das sieht doch schon ganz nett aus. Dann ziehe ich mir das hier noch mal ein bisschen fest. Und schneide mir hier noch ein bisschen das Satinband zurecht. Und fertig ist diese Box. Wenn ihr jetzt genauso begeistert seid von dem Designerpapier Schöner Garten wie ich, dann könnt ihr euch das natürlich auch gerne nochmal bei mir auf dem Blog anschauen. Da habe ich noch ein paar Bilder zu diesem Papier gepostet. Und wenn ihr das beziehen möchtet, könnt ihr das gerne über meinen Blog machen oder nehmt einfach mit mir Kontakt auf. Wer es noch nicht weiß, ich mache auch Auftragsarbeiten. Also wenn ihr etwas gebastelt haben wollt, sagt einfach Bescheid. Ich nehme dann mit euch Kontakt auf wegen aller weiteren Details. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an der Anleitung wie ich. Ihr seid hoffentlich alle gesund und munter und könnt jetzt direkt loslegen und die Box nachbasteln. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, eure Yvonne.